das Motto von Arjen Aguilar, der jetzt schon zu uns hier in den Ring kommt. Er ist der Sohn des bekannten Pferdeausbilders Alfonso Aguilar. Und zum Teil tritt er in seine Fußstapfen, geht da aber so seinen ganz eigenen Weg. Denn neben der Art und Weise, wie man mit seinem Pferd trainiert, spielt bei ihm auch vor allem die Kommunikation eine sehr wichtige Rolle. Genau. Welche Sprache wähle ich, um mich mit meinem Pferd verständlich zu machen und letztendlich auch mein Ziel zu erreichen? Genau. Du hast da einfach deinen ganz eigenen Weg und sagst, es gibt nicht den einen goldenen Weg, sondern mehrere Wege führen nach Rom. Man muss immer gucken, Pferd und Mensch sind individuell, was passt am besten. Ne? Jeder soll seinen eigenen Stil entwickeln. Nur so kann man echt mit dem Pferd sein und nur so kann man wirklich das Beste aus beiden rausholen. Und damit sind wir schon mitten im Live-Training hier im Cavallo. Ja, genau. Ja. Also ganz viel Vergnügen jetzt. Perfekt, vielen Dank. Dann warten wir noch da auf das kleine Pony, die schon die letzte... Unser Lieblingspony kommt heute auch wieder. Unser Lieblingspony kommt jetzt. Okay, sehr, sehr gut. Okay. Dann zeige ich nochmal ein bisschen rum, so wie gestern. Wir lassen ihn zuerst ein bisschen rumgucken und dann fangen wir nochmal an ein bisschen mit dem Training. Ich habe gehört, dass gestern das Herführen war ein bisschen schwierig, weil das Problem dem Pferd hat, dass er einfach wenn er entscheidet, er geht irgendwo hin, dann geht er dahin. So ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig zu führen. Er hat auch im Campus auch da der Kommentator schon ein bisschen um die ganze Halle rumgeschleppt. Und an der ersten Tag hat er mich auch ein bisschen rumgeschleppt. Jetzt schon mal viel, viel besser ein bisschen geworden. Jetzt muss ich einfach gucken, ob er wieder hinkriegen, dass er sich bei uns konzentriert und ein bisschen ein paar Übungen machen. Aber die sind schon 4 Tage hier jetzt. So, jetzt machen wir es ein bisschen leicht und wir gucken ein bisschen, ob wir können ein bisschen nochmal so machen, wie wir gestern gemacht haben, dass Tayo ein paar Übungen vorzeigt. Und dann versuchen wir mit Balthasar als Start zu machen. Okay, sehr gut. Dann fangen wir schon mal an. Und? Gut? Entspannt? Ja? Möchtest du wieder, vielleicht dich einmal kurz vorstellen? Ja, stell dir mal vor und stell mal dein Pferd ein bisschen vor. Ja, nichts leicht als das. Ich rede ja immer ein Mikro. ja, mein Name ist Stefanie Vetter. Ich bin hier mit meinem Tayo. Tayo ist 7 Jahre alt. Ein Irish Cob oder Tinker, wie man es mag. Ja, wir sind schon was länger mit Arjen auch mal in Kursen unterwegs und mögen gerne die Freiarbeit, sind aber nicht messeerfahren, außer jetzt die letzten Tage. Von daher muss ich immer bei Null anfangen jeden Tag und einfach schauen, was wir machen können und was unsere und meine Nerven zulassen. Perfekt, sehr gut. Wahrscheinlich lassen wir auch, dass sie Balthasar vorstellt. Und Steffi, wenn du bereit bist, dann kannst du anfangen, ein paar Übungen dann vorzuzeigen, dann können wir gucken, was wir nachmachen können. Ja, das ist Balthasar, das ist ein 8-jähriger Percheron. Wir waren noch nie bei Arjen Aguilar auf dem Kurs und wir sind auch komplett messeunerfahren. Dementsprechend ist er auch aufgeregt. Auch. Ja, okay, sehr gut. Denn was wir machen ist, wir fangen mal an, ein paar Übungen. Warte, ich habe noch eine Rückfrage. Wie viel wiegt denn Balthasar? Das sind 1054 Kilo. Ordentlich. Schon ein bisschen. Okay, dann, wir haben ja gestern es so gemacht, dass Steffi ein paar Übungen vorgezeigt hat. Steffi, wahrscheinlich kannst du uns 1 oder 2 Übungen vorzeigen, dann können wir mal gucken, ob Balthasar das nachmacht. Du kannst es auch mit Strick oder ohne Strick, ist egal. Einfach 1 oder 2 Übungen. Okay, seitwärts weg von dir laufen, hat Steffi als erstes ausgesucht. Und dann wieder herbringen. Das mit dem Weglaufen hat gestern schon ein bisschen funktioniert. Kannst du uns das zeigen? Wir gucken, ob es heute ein bisschen besser macht. Gut. Okay, versuch's nochmal. Da warst du ein bisschen spät mit der Belohnung, weil du schon belohnt hast, wenn er wieder am Rückwärtslaufen war und nicht mehr seitwärts. So, guck mal, dass der Timing ein bisschen besser passt, dass er wirklich die Belohnung bekommt in dem Moment, wenn die Übung am besten war. Da würde ich ihn weiter nach vorne schicken.
Wir haben ja schon an dem ersten Tag das Problem gehabt, dass er ein bisschen so ein verwöhntes Kind ist. Und wenn er etwas will, dann will er auch das. Und es ist ziemlich schwierig, ihn zu fragen, dass er sich ein bisschen anstrengt und etwas macht, was er jetzt nicht gerade machen will. So, wir müssen auch gucken bei ihm, dass wir ein bisschen ausdiskutieren, zum Beispiel da, wenn er die Übung nicht macht, dass er ein bisschen mehr dabei bleibt. Wenn er jetzt zum Beispiel rückwärts läuft, dann würde ich gucken, dass du ihn mit dem Strick ein bisschen mehr nach vorne schickst, genau. Und frag ihn weiter, frag ihn weiter. Kein Problem, einfach weiter fragen. Ja, gut. Okay, wir vorwärts laufen und dann nochmal fragen. Lauf du ein bisschen vor? Genau, gut. Okay, nochmal fragen. Da haben wir mit Baldassar das Problem, dass er gelernt hat, dass seine Größe und seine Stärke ein bisschen gegen uns ein bisschen zu benutzen. So, wenn er irgendetwas nicht machen will, dann steht er einfach. Und deswegen würde ich aufpassen, wenn du ihn jetzt für die Übung fragst und er sich einfach dreht, dass du ihn nicht belohnt. Darf ich einmal probieren? Ja? Dann probiere ich ein oder zweimal mit ihm. Wir können auch jetzt das ein bisschen benutzen, um zu testen, ob er jetzt ein bisschen weniger zu dir gehen will, weil wir haben ja an der ersten Tag das Problem gehabt, dass er wollte immer zu der Mami. So, ich werde jetzt ein bisschen, um das zu testen, ein bisschen hier an sie vorbeigehen und gucken, ob er einfach mit mir bleibt. Ah, das ist viel besser als der erste Tag. An der ersten Tag werde ich schon geflogen. Okay, gut. Und jetzt frage ich an, mit den Seitwärts ein bisschen zu fragen. Nee, hier nicht. Komm. Gut. Gut. Okay. Jetzt frage ich ihn nochmal, dass er ein bisschen hier nachgibt. Nee, jetzt fängt er wieder hier zu drucken. Gut. Brav, okay. Gut. Ich weiß, es ein bisschen lustig aussieht, weil es so groß und kräftig ist. Und wenn man mit ihm diskutiert, dann fühlt man sich wie eine Fliege, die ihn einfach da nervt. Ja, aber trotzdem, ich denke, dass es wichtig ist, dass er versteht, dass du nicht aufgibst. Ja, und sehr schnell, wenn er das nicht macht, dann gibst du ein bisschen auf. So, versuch ihn ein bisschen mehr zu... Ja, gut, cool, okay, gut. Siehst du, da hat er das zweite Mal sofort gemacht. Nee, nicht die Mutter. Komm. Gut. So, ich versuche ihn mit so wenig Druck wie möglich zu arbeiten. Aber wenn er anfängt, mich zu schubsen, dann bin ich ziemlich schnell. Siehst du, also ich pupp und weg. Weil wenn ich anfange, den Druck da ein bisschen zu halten, dann fängt er mit mir an zu spielen. Und dann müssen wir mir versuchen zu zeigen, dass er mehr Druck machen kann als ich. Nee. Gut, jetzt nerve ich ihn ein bisschen hier wieder. Gut. Perfekt, gut. Okay, wir vorwärts. Komm. Und mein Ziel gerade ist, dass er mir den Übungen ein bisschen mehr anbietet, ohne dass ich mit ihm so viel diskutieren muss. Ich drehe ihn ein bisschen wieder hier. Nee. Leichter. Komm. Nee. Leichter. Komm. Jetzt macht er sich wieder fest. Nee. Jetzt versucht er abzuhauen hier. Dann fahre ich ihn nochmal ziemlich schnell mit dem Halfter. Gut. Tada! Gut. seitwärts zu Mutti. Ja, das hat geholfen. Vielen Dank. Okay, probier es ein bisschen. Ja, ist okay, wenn du mit ihm diskutierst. Einfach das Wichtige ist, dass du nicht höher in den Druck wirst, aber auch nicht aufgibst. Also du musst schon dranbleiben ein bisschen. Aber den Druck nicht konstant machen, sondern einfach Fragen aufhören. Wenn er nachgibt, dann Pause geben. Ja? Okay, probier es nochmal. Gut. Okay, tada. Meine Mutti fragt es immer einfacher. Und? Ja. Ein bisschen so wie gestern oder ist er wieder ein bisschen abgelenkt? Oder? Er ist abgelenkt? Okay. Hier ist ein bisschen mehr zu gucken. Ja, ist ein bisschen schwieriger hier als auf dem Campus, ne?
versuche nicht zu viel Zeit zu geben. Er ist gut bei dir. Und dann, wenn du die Übung fragen willst, du machst es fast ein bisschen zu langsam. Versuch es ein bisschen mehr automatisch zu machen. Gib ihm nicht zu viel Zeit, um sich abzulenken. Ja? Üb mal ein bisschen daran. Weitere Fragen? Weitere Fragen? Jawohl. Ja. Besser, ja? Was haben wir noch gestern für Übungen gemacht? Auf dich zu, okay? Das wäre aber ein bisschen schwieriger. So, da sind wir mit ein bisschen weniger schon zufrieden. Probier es nochmal. Okay, wenn er es nicht versteht, du könntest näher zu der Wand gehen, sodass er nicht weg von dir kann. Wahrscheinlich findet er die Lösung ein bisschen einfacher. Gut. Gut, gut, belohnen. Gut, cool, cool, cool. Das ist alles, was wir brauchen, nur ein Schritt. Cool. Okay, wenn du ihm die Leckerle gibst, gib ihm die Leckerle ein bisschen weiter weg. Ja, weil er ist sowieso ein bisschen drängelig und will auf seinen Schoß. So, wir wollen ihm beibringen, dass er ein bisschen weg von dir bleibt. Okay. Denn wir haben auch gestern noch auf den Walzer angefangen, oder? Okay, so Steffi hat es schon ein paar Mal gemacht, dass sie mit dem Pferd läuft und das Pferd eine Drehung macht und dann weiter mit sie läuft. Wir gucken jetzt, ob das nochmal klappt. Und wir haben mit Balthasar gestern das erste Mal mit den Übungen angefangen, dass er überhaupt dreht und wieder zu dir kommt. Ups. Das ist eine schwierige Übung, ist kein Problem. Wenn er sich konzentrieren kann bei dir, dann machst du das, sonst machst du einfach eine andere Übung. Und was wir jetzt als nächsten Schritt hier mit Balthasar machen können, ist, stell dir eine Linie vor. Ja? Jetzt guckt er zum Beispiel in diese Richtung. Ja? Wenn du ihn jetzt drehst, dann willst du am Ende, dass er weiter in diese Richtung guckt und sogar läuft, würde schon mal gut sein. Ja? So, wenn du jetzt hier den Strick machst, oh, ich verstecke dich da ein bisschen hinter dem Mund. Mach mal den Strick ein bisschen wieder um die hinteren Beine. Genau. Da geht er hier und dann kommst du hier bei, komm wieder hier, genau, dass er wieder in die gleiche Richtung kommt. Genau, gut. Dass er eine ganze Wendung macht, ja. Und guck mal, dass am Ende hoffentlich du an dieser Seite bleiben kannst, ja. Ich probiere es einmal. Gucken, ob er das mit mir auch macht. Ja, ich weiß, er hat die Leckerlis, aber komm mal. Komm, komm. Komm, komm. Komm. Gut. Oh boy. Okay. Dann mache ich wieder den Strick hier. Was kann man nach ohne Strick machen? Es kommt darauf an, wie dein Pferd jetzt trainiert ist. Aber jetzt mache ich hier den Strick auf die andere Seite. Ich frage ihn nochmal, nee, nach außen. Nach außen. Siehst du, ich gehe nicht sofort auf die andere Seite, weil ich möchte, dass er lernt. Hier auf den Druck. Gut, brav. Gut. Und dann laufe ich ein bisschen hier weiter, sodass er die Drehung fertig macht und wieder zu mir kommt. Ja? So, ich laufe ein bisschen weiter in Richtung. Wenn er neben mir steht wieder, den belohne ich ihn hier. Ja? So, versuch es nicht zu einfach für ihn zu machen. Hilf ihm nicht zu viel. Ja? Du bist diese protektive Mutter wieder. Lass ihn einfach seine Probleme ein bisschen lösen. So, mach den Problem für ihn und dann gib ihm ein bisschen Zeit, dass er das löst. Und du kannst auch ein paar Mal versuchen, den Strick über den Rücken zu machen. Gut, und dann laufst du ein bisschen wieder hier. Lauf wieder mit ihm zusammen. Genau, gut. Und dann belohnen. Gut. Und jetzt haben wir das Problem, wenn du das so machst, irgendwann hat das Pferd schon gelernt, dass wenn du den Strick über den Rücken machen willst, dass er drehen wird. Und irgendwann kannst du keine Strick mehr über den Rücken machen, das Pferd dreht schon. So, was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir machen den Strick über den Hals, dann laufst du ein bisschen rum, bevor du die Übung machst. Also das Pferd nicht sofort anfängt, die Übung zu machen, bevor du es abgefragt hast. Genau. Schick dich ein bisschen mehr neben dir, dass sie nicht zu viel hinter dir läuft. Und dann fangst du an, den Kopf ein bisschen von dir wegzuschicken, den Strick ein bisschen weiter nach hinten zu machen. Genau. Und dann guckst du, ob er eine Drehung macht und der wieder weiter mit dir läuft.
Kein Problem. Kein Problem. Ah, gut, cool. Cool. Und ich mag diese Gesichtsausdruck, wo das Pferd ist ein bisschen so wie, war das richtig? Ja, wo sie ein bisschen mehr am Denken ist. Und? Gut? Okay? Ja, alles gut. Kannst du ihn auch ein bisschen einfach gucken lassen. Okay, wir konzentrieren uns wieder ein bisschen auf Tayo. Er hat ja auf das Klatschen ein bisschen gestern ein bisschen besser reagiert. So, wir gucken, ob er heute ein bisschen besser macht. Arbeitest du heute nochmal mit Leckerlis oder noch nicht? Okay, heute gut. Denn einfach mit dem, weil du nicht weißt, wie das mit dem Maul ist. Ja, kein Problem. Denn einfach mit dem Kraulen. Einfach, dass er etwas Positives hat, wenn das Klatschen kommt. So, was wir machen jetzt, ist, wir fangen mit dem Klatschen langsam an. Und wir versuchen dann zu gucken, wie das Pferd reagiert. So, alle bitte ganz langsam klatschen. Gut, ein bisschen mehr. 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 Mehr. Gut, und stopp. Gut. Wow, viel besser. Viel, viel besser. Gestern war er schon ein bisschen fest, wenn wir angefangen haben. Ja, jetzt ist auch der Kopf ein bisschen ruhiger. Und er hat ein bisschen beobachtet, das war auch schön. Okay, dann fangen wir nochmal an. Langsam klatschen. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, 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 mehr. Gut, und stopp. Cool. Okay, ich denke, das haben wir jetzt. Drei Tage Klatschentraining und es ist perfekt. Jetzt bei der nächsten Messe, was ich machen würde, Steffi, ist, dass man mit dem Publikum ein bisschen sich abspricht, dass er eine Übung macht und dann, dass der Publikum klatscht, dass er anfängt, das ein bisschen als Belohnung für die Übung auch ein bisschen zu verbinden. Ja? Okay. Was haben wir hier noch für Übungen? Wir haben ja den Walzer schon gemacht. Das mit den Seitwärts weg. Auf dich zu. Mit dem Stehen, bleibt er stehen? Es geht so, okay. Also Kaltblüter bleiben normalerweise gerne stehen. So, wir probieren das, ob das funktioniert. Dann gibst du ein Kommando für stehen bleiben, lauf noch ein bisschen weg, wenn er jetzt mitkommt, dann sagst du ihm nochmal, dass er stehen bleiben soll. Nee, bei mir. Gut. Wahrscheinlich hast du was in der Hand. Okay, was ich machen würde, ist, wenn er zu dir kommt, ich würde nicht noch, nur fragen, dass er nochmal stehen bleibt, sondern ich würde ihn zurückschicken, dass er nochmal da steht, wo du ihm am Anfang gesagt hast, dass er stehen bleiben soll. Dass er nicht nur nochmal das Kommando bekommt. Nee, 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 nee. Nee. Na, bleiben. Bleib. Nee. Sondern es auch noch ein bisschen noch dazu die Arbeit hat, wieder sich dahin zu bewegen zu müssen, weißt du? Nee. Da bleib. Gut. Nee. Und da kannst du schon ein bisschen gucken, wenn er schon anfängt, das Gewicht ein bisschen so nach vorne zu verlagern, dass du schon dann zu ihm gehst und ein bisschen wieder sagst, dass er soll sich wieder da stehen bleiben und du ihm gesagt hast, dass er stehen bleiben soll. Nee. Auch da nicht. Und das wird auch ein bisschen helfen später, dass er nicht so bei dir klebt. Weißt du, dass andere Leute auch mit ihm arbeiten können, dass er nicht gefährlich ist. Gut. Na. Und es ist ganz cool, wenn Claudia Miller einfach in den Pferden einfach den Kommando so mit der Hand zeigt, dass er stehen bleibt. Aber ich mag das immer so zu zeigen mit Pferden, die das noch nicht gemacht haben. Oder noch nicht so viel Erfahrung da haben. Einfach so, dass ihr seht, wie viel Geduld das braucht. Bis die Pferde lernen, diese Kommandos zu machen. Gut. Nee. Gut. Okay. Und er will jetzt immer zu dir kommen. So, ich würde ihn da belohnen, wo er steht. Und wenn er anfängt, zu viel zu stehen und nicht genug zu dir zu kommen, dann würde ich ihn immer belohnen, wenn er zu dir kommt. Weißt du, dann würde ich mich so abwechseln, so er nicht immer denkt, dass er belohnt nur kommt in eine oder die andere Stelle. Ja? Okay, dann laufst du wieder mit ihm eine Runde und dann fragst du nochmal, dass er steht. Ja? Okay, sehr gut. Ein kleiner Zirkel, okay. Ein bisschen müde im Trab. Okay, zeig uns, wie du das angefangen hast. Zeig uns das von Anfang an, weil ich denke, es gibt Leute, die ihre Pferde noch nicht frei longieren können. So, Steffi hat das angefangen mit ihren Pferden, dass sie zuerst mit dem Pferd
geführt hat. Das heißt, sie hat quasi das Pferd in der Kreis geführt, wo sie wollte später, dass das Pferd den Kreis macht. Und dann, wenn das Pferd schon angefangen hat, mit sie den Kreis geführt zu machen, hat sie angefangen, die Gerte ein bisschen zwischen sich und das Pferd zu nehmen, sodass das Pferd anfängt, ein bisschen mehr Abstand zu machen, bis das Pferd den Kreis so groß gemacht hat, dass das Pferd den Kreis alleine gemacht hat und sie in der Mitte stehen könnte. Das heißt, sie hat ein bisschen so wie eine Spirale nach innen gemacht und dann mit der Gerte das Pferd gefragt, dass es draußen bleibt. Oha. Das ist der Reitsimulator da hinten, die macht mal ein bisschen komische Geräusche macht. Und dann machst du es nochmal ein bisschen schwieriger, dass das Pferd ein bisschen abgelenkt ist. Aber normalerweise, wenn man zu Hause ist, dann guck mal, wenn das Pferd sich ein bisschen sich ablenkt, dann holt man ihn nochmal nach innen. Und dann fangen wir noch einmal von Anfang an, dass das Pferd wirklich bei dir bleibt. Gut, perfekt. Und dann, was wir auch machen ist, du kannst das Pferd belohnen, wenn es draußen auf den Kreis ist, wenn es immer wieder reinkommen will. Oder du kannst das Pferd reinbringen und dann belohnen bei dir, wenn es immer wieder abhauen will, sodass es wieder ein bisschen mehr nach innen guckt. Das andere, was ganz gut hilft, wenn man jetzt ein Verhalten beibringen will, der ein bisschen länger ist, wenn das Pferd jetzt will, mehrere Kreise machen, dass wir das Pferd beibringen, eine KGS, das ist so ein Zwischending normalerweise. Normalerweise machen wir einfach, wenn das Pferd fertig die Übung gemacht hat, dann sagen wir brav, dann belohnen wir und es ist fertig. Aber wenn das Pferd jetzt mehr als einen Kreis machen soll, dann brauchen wir ein Kommando, sodass das Pferd weiß, dass es gut gemacht hat, aber weitermachen soll, um die Belohnung zu bekommen. Dann benutze ich das KGS, das mache ich zum Beispiel mein Pony beim Steigen. Er hat ganz gut gestiegen, aber dann wollte ich, dass er steigen bleibt und läuft beim Steigen. Ja, und er hat normalerweise mehr gestiegen und wieder runter und gestiegen und wieder runter. Dann habe ich, was ich gemacht habe, ist zum Steigen und Aufhören, dann war Steigen, brav, leckerli. Aber wenn ich wollte, dass er läuft, dann war Steigen, gut, 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 brav. Und dann war die Übung fertig, dann könnte er den Leckerli wissen. Dann weiß er, dass wenn gut kommt, dass die Übung richtig ist, aber dass es weitermachen muss. Er kann noch nicht aufhören, die Übung zu machen, sonst bekommt er keine Belohnung. Ja, und dann kann man so den Übungen viel länger machen. Zum Beispiel jetzt, wenn sie einen Kreis haben will, dann macht das Pferd einen Kreis und dann, das Pferd hat ja den Kreis schon vorher schon geschafft. So, dann will er die Belohnung bekommen. Aber dann sagt sie gut, anstatt brav, dann macht das Pferd nochmal einen Kreis in der Hoffnung, dass bei dem nächsten Kreis hoffentlich das brav kommt und dass doch die Belohnung kommt. Und jetzt zum Beispiel hier bei den Stehen würde das Gleiche sein. Wenn jetzt das Pferd zum Beispiel stehen bleibt, und sie möchte das Pferd bestätigen, dass es noch nicht zu ihr kommen muss, dass er das Richtige macht, dann könnte sie gut anstatt brav sagen, dann bleibt das Pferd immer noch da stehen, weil es weiter das machen sollte, was es jetzt gerade gemacht hat. Cool. Sehr gut. Okidoki. Denn ich denke, wir haben das ziemlich gut geschafft. Die Pferde haben richtig schöne Fortschritte gemacht in diesen Tagen. So, wir schicken die Pferde wieder nach Hause. Wir geben die jetzt frei, dann können wir schon mal da ein bisschen Platz machen, weil der Percheron rempelt noch gerne Leute um. So, wahrscheinlich können wir da ein bisschen, wahrscheinlich können wir da ein bisschen Platz machen, sodass es ein bisschen sicherer wird, dass wir da nicht bei unserer Versicherung anrufen müssen. Vielen Dank an Steffi mit Tayo, vielen Dank an Balthasar, dass er so gut mit uns gemacht hat. Ich musste mir hier erstmal den Weg hier reinsuchen. So voll ist es ja, heute. Ja, ist wirklich voll heute. Also wir sagen ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, Arjen, dass du bei uns warst in den 4 Tagen und einfach mal uns einen Einblick in dein Training mit Pferden gegeben hast. So richtig live hier mit Pferden, die man nicht kennt. Ist ja auch immer ganz schön mutig, sowas zu machen. Ne? Man weiß ja nicht, was kommt. Aber ich finde es echt. Weißt du, dann sehen die Leute wirklich, wie es ist, mit deinem Pferd zu arbeiten und nicht einfach, wie es funktioniert, wenn du schon ein Pferd hast, wo du nur einfach einen Knopf drücken musst. Sondern wenn das Pferd jetzt gerade lernt, wie dich zu verstehen. So, ich finde das ein bisschen echter und ein bisschen realistischer. Wo kann man denn sowas lernen, was du machst? Ja, also ich habe jedes Jahr Kursen. Wenn jemand noch Fragen hat, ich werde hier auf dem Balance Horseman Shop Stand sein, dann kann man da ein bisschen Fragen stellen, wenn jemand noch Fragen hat. Ja, und heute Abend bin ich noch auf dem Campus, dann werden die Pferde ihre letzte Auftritt da machen.
Und dann sehen wir uns dann später heute oder dann nächstes Jahr hoffentlich. Und ihr habt doch nächstes Jahr ein ganz besonderes Projekt. Vielleicht genau. Kannst du das jetzt noch kurz vorstellen. Genau, wir haben eine Gilumina, das habe ich gebaut, weil ich möchte, dass Leute und Trainer da ein bisschen mehr zusammen Zeit verbringen. So, wir haben ein richtig cooles Zeltlager gebaut, so alles aus natürlichen Zelten gebaut. Da können die Leute mit dem Pferd da übernachten, die können auch ohne Pferd kommen, wir können da Workshops machen, es gibt abends Konzerte und so und dann verbringen wir einfach die Zeit zusammen und lernt man zusammen. Es gibt Workshops über Hufe, Workshops über Pferdemassage, Bogenschießen zu Pferd, es gibt ein bisschen von alles. Da können die Leute einfach neue Sachen ausprobieren, ein bisschen lernen. Wenn jemand da Informationen will, auch auf dem Balance Horseman Shop Stand, da gibt es auch Flyers und so, dann können sich die Leute da anmelden. Dann sind wir gespannt, was das nächste Jahr wird. Perfekt, vielen Dank dir. Danke. Tschüss. Danke also, euch. Tschüss, bis später.